Okay. Ich habe den falschen Knopf gedrückt und dachte, das Spiel hätte sich aufgehängt, aber habe ich die ganze Zeit L1 gedrückt. Okay, das waren alle. Hoffentlich. Gehen wir zurück in die Stadt. Ich muss erstmal die Steuerung wieder reinkriegen. Er hat gemeint, ich soll zurück in die Stadt, aber wie? Hier irgendwas. Mein lieber Bruder, wir waren so nah dran. Ich sitze vor der Mauer und weiß, ich werde die Zone nie von innen sehen. Beim Warten auf den Schmuggler hörten wir einen Trupp Soldaten kommen. In Panik haben wir uns in so ein Haus geflüchtet. Niemand von uns hat die Sporen bemerkt, bis es bereits zu spät war. Wir sind alle infiziert. Wir haben noch ein paar Stunden, vielleicht einen Tag. Ich hoffe, der Schmuggler kommt trotzdem, damit ich dir wenigstens diesen Zettel schicken kann. Ich hätte auf dich hören sollen und mit in die Zone kommen sollen, als es noch ging. Jetzt ist es zu spät. Pass auf dich auf, Mark. Sie wollten okay. In die Zone und wurden infiziert. Alle, die drin sind, jammern darüber. Und dann sind da die armen Tölpel, die unbedingt dort leben wollen. Tja. Frische Luft. Dafür lohnt es sich, nach draußen zu gehen. Ich hasse den Gestank in der Stadt. Warum fragst du Bill nicht nach einem dieser Raumsprays? Hey, wenn die nicht abgelaufen wären, wäre das eine Idee. Gibt's hier noch irgendwas? Ja, ich helfe dir gleich. Ich will nur gucken, ob es hier was gibt. Das wäre eigentlich ein perfekter Ort, um was zu verstecken. Ja, ich bin manchmal ein bisschen blöd, was die PlayStation-Steuerung angeht. Ich bin halt kein PlayStation-Profi-Spieler, okay. Verdammt, das Rett ist weg. Wärst du so nett? Ich hole es. Dementsprechend. Ich habe die ganze Zeit eben R1 gedrückt, als ich dieses L-I, sollte er eins drücken? Sollte er eins drücken? Hab aber L1 gedrückt und hab gedacht, das Spiel hätte sich aufgehängt. Hier, reich es rüber. Ja, wie komme ich da jetzt hoch? Ganz schön schwer.
Ich werde das schon schaffen. Okay. Geht doch. Schwing deinen Arsch hoch, dann los. Zu Befehl, Boss. Und wie? Wir sind fast da. Schwing deinen Arsch hoch, sagt sie. Ja. Sagt sie so einfach. Sag mal, bin ich blöd? Ja, ich bin doof, okay? So, wir müssen also einen Robert finden. Unsere kleine Tochter, die wir hatten, ist von einem Soldaten erschossen worden. Es hat sich eine Seuche ausgebreitet. Lass uns nachsehen, ob hier Soldaten sind. Alles klar, komm. Lass uns nachsehen, ob Soldaten sind, die sagt alles klar. Diese versteckten Ecken eignen sich eigentlich so gut, um irgendwas hier liegen zu lassen. Und wenn es nur ein Kackverband ist. Aber das ist halt kein Craft-Survival-Spiel. Ich spiele zu viel Seven Days. Alte abgelaufene Kekse. Die haben schon bestimmt ein Eigenleben entwickelt. Wir brauchen sie noch. Hey, kleiner Mann. Schau nach, ob die Luft rein ist. Keine Soldaten, keine Männer von Robert, ja? Du weißt, dass er uns erwartet. Na, das macht's interessanter. Los geht's. Na komm. Seid das. Hey, süße Lady, wie geht's dir denn? Hab gehört, nicht jetzt, Terrence. Nein, 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 ist gut. Ich nicht hab die Karte da. Jetzt, verstanden? Okay, kann ich machen. Sieht doch nicht gleich so rum deswegen. Oh, Hundis. Anfassen heißt kaufen. Das ist lange her. Du kommst gar nicht mehr vorbei. Was ist denn das? Hey, du musst blocken! Ja. Alle Mann! Nee, ich hör dir mal richtig rein! Mach ihn alle! Mach schon! Sorry, Tess. Ihr gehört zusammen. Hau ihn mal rein! Lass dich nicht verlassen! Ich glaube, die Tess hat ja ordentlich was zu sagen. Tess heißt sie also, okay. Wer ist das? Alter Bekannter, frag nicht. Wo muss ich lang? Wie lang? Ich suche Robert. War er hier? Vor einer halben Stunde. Er ist zurück zum Kai. Da ist er jetzt. Also das Bestechungsmittel. Lebensmittelmarken. Gut, wenn Geld in so ein Scheiß nichts wert ist. Los geht's. Ich habe das Gefühl, das wird nichts.
Lasst uns durch. Dreht um und geht zurück, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Es geht nicht um euch. Wir wollen nur Robert. Macht euch locker. Kehrt jetzt verdammt nochmal um und geht. Ich gehe nirgendwo hin ohne Robert. Miststück, ich mach dich kalt, wenn du nicht umkehrst und deinen Hintern wegschaffst. Scheiß drauf. In Deckung! Aber mal machen. Bereit? Ja. Ich geb Deckung. Ziel auf sie. Das wirst du bieten. Noch echt zu. Du auch. Kann ich nicht looten? Die haben doch bestimmt noch. Die ganzen Leute her. Was Robert perfekt beherrscht, sind leere Versprechungen. Machen wir dem ein Ende. Remember who we are. Wer wir sind. Hier geht's nicht durch. Hey, hilf mir hoch. Okay, gut. Nicht, dass man draußen genug Probleme hat oder auch das Militär schon streng genug ist und was weiß ich. Muss man noch untereinander machen. Gib mir die Hand. Bitte. So, ich muss mal ganz kurz Baby machen. So, da habe ich auch gleich nochmal ein Glas mitgebracht. Und bin mal gespannt, wann die Juna wiederkommt. Und jetzt erstmal Dingsbums. So. Ich glaube, Pistolenschüsse sollte ich mir echt aufheben. Hier drüben, Joel. Ich weiß. Ich will mal gucken, ob hier noch irgendwo was liegt, das er irgendwo sammeln kann. Sieht doch auch schon wieder nach Bossfight aus. Mehr von Roberts Leuten. Ja, ja, weißt du, ich sehe sie. Zwei von uns hat's erwischt, als sie Tess jagten. Ich bin sicher, dass sie und Joel hierher unterwegs sind. Jetzt wegen Robert. Scheiße. Hätten wir den Job mal abgelehnt. Was soll man machen? Überprüfen wir alles, nicht, dass hier wer rumschleicht. Was ich sagen wollte, ich war in der Jordan Street und dann kamen Soldaten mit ungefähr 5 Zivilisten. Alle gefesselt. Lass mich ab.
fleißig. Ja, sie stellten alle an die Wand und peng, 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 haben alle exekutiert. Ja, so ist es wohl in der ganzen Stadt. Sie nehmen wir in die Mangel. Mein Cousin ist bei dir. Hey, Mann! Was zum Teufel machst du da? Lass ihn los! Du Mist! Was? Nachladen war blöd. Gut, das lief jetzt nicht so super. Ich will mal gucken, ob hier noch irgendwas liegt. Oh Mädchen, du stehst gerade im Weg. Das kann ich essen. Einen Schlüssel. Kann die Leichen aber nicht wegschaffen, ne? Nee, okay. Das erinnert mich so an ein paar Missionen aus dem Spiel 13. Oh, das müsste ich eigentlich auch mal wieder spielen. Das habe ich schon so viele Jahre besitze ich das Spiel und habe es nicht wirklich durchgespielt. Nur so halbwegs. Na, dann machen wir die Lümmel jetzt erstmal platt. Wir hätten es natürlich auch besser hinkriegen können, aber... hat jetzt nicht so viel gebracht. Beziehungsweise gekostet. Welch Wunder. Hier ist der Schlüssel. Interessant. Ja, Last of Us habe ich selbst noch nie gespielt. Ich habe ja noch nicht so lange eine PlayStation. Wie gesagt, knapp. Halbes Jahr. Dreiviertel Jahr. Gut. Wenn wir noch eine Runde und gehen, dann. Es ist gleich Sperrstunde. Was ist mit Robert? Bei wem kriegt er heute unter? Er macht sich ins Hemd, wenn er allein hier bleibt. Was weiß ich denn? Wir reden mit den anderen, wir schütteln schon was. Okay. Du Scheiße! Verdammt, ich werde hier suchen. Hey, Jungs, was willst du suchen? Wo ist der Typ? Scheiße! Hey Mann, komm! Warum? Kein Scheiß! Ja. Du bist... Warum hat die alle geschossen? Das hinterfrage ich mich jetzt. Es läuft aber ganz gut aktuell. Im Bad verstecken, das ist okay, aber wie sieht's aus? Nichts. Was gefunden? Geht auch nicht. Suchen wir weiter. Wir müssen hier draußen umsehen. Ach du! Dann
mal los. Wir bräuchten hier mehr Leute. Sie wären nur im Weg. Ja, das stimmt. Ah, das kriegt ihr doch hin. Guck doch mal, ihr hinterlasst. Geht's hier lang. Packen wir's. Kann ich nicht hier oben noch mal gucken, ob irgendwas hier rumliegt? Ich meine, die haben das hier bestimmt nicht umsonst gemacht. Habe ich nur so wenig Energie verloren? Das ist schwach. Jetzt habe ich wahrscheinlich extrem viel und wertvolle Heilung vertrödelt. Ein Messer ist eine lautlose Waffe, mit der du Gegner schneller und geräuschloser ausschalten kannst als mit Erwürgen. Schleiche von hinten an einem Gegner an, ergreife ihn mit Y, mit Dreieck. Okay. Okay, habe ich also eigentlich relativ viel Freiraum. Mistkerl. Bringen wir es hinter uns. Na super. Das ist verdammt lange nicht mehr gekommen. Ja, tja. Keine Kontakte im Süden. Wir müssen klug vorgehen. Sind wir hier. Verdammt, Robert. Wir sollten uns lieber was liefern. Und selbst wenn, was dann? Du bist verrückt. Heraus. Ich weiß nicht, ob ich wirklich alle ausschalten möchte. Oder soll. Dumm. Warte, hier war doch eine Frachtliste irgendwo. Jetzt nur gesammelt, oder? Jetzt nichts. Ich nicht sehen und hören.
Wie, der lebt noch? Eigentlich ganz gut aus. Ich weiß halt nicht, ob hier noch irgendwas liegt. Vor allem ein bisschen Heilung wäre ganz cool, weil ich Vollidioten da natürlich mal wieder wie so ein Bekloppter reingerannt bin und es irgendwie in irgendeiner Weise verkackt habe. Jetzt muss ich halt nur gucken, wie ich das irgendwie wechsle, weil ich ja irgendwie jetzt doch... Sachen hier jetzt besitze, mit denen man durchaus was anfangen kann. Ich bin auch echt einer, der viel zu viel Scheiße absucht. Robert ist bestimmt da drin. Ach, da bist du, statt schon. Ja, okay. Ich kann mich also verarzten und das ist also die maximale Energie, verstehe. Pokémon farmt immer noch Geld. Verdammt nochmal nichts zu reden! Nimm die Knarre runter! Haut endlich ab! Haut ab! Robert! Joel, hier lang! Komm, er ist da rein! Er macht doch die Tür auf! Olle Schrapnelle! Hier noch irgendwas? Nee, ne? Ich hab halt immer Schiss, irgendwas zu verlieren. Joel, hier lang. Also irgendwas immer zu vermissen. Joel. Da ist er. Hallo, Robert. Joel. Ihr nehmt's mir nicht übel, oder? Warum auch? Okay. Scheiße, verdammt! Hab dich vermisst? Hör zu. Was immer ihr gehört habt, das stimmt nicht, okay? Ich will damit nur die sagen... Die Waffen. Willst du uns sagen, wo sie sind? Ja, klar. Aber es ist kompliziert. Okay. Hm. Hör zu, lasst mich einfach ausreden, okay? Fuck! Stopp! 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 Hör auf zu jammern. Was wolltest du sagen? Ich hab sie verkauft. Wie bitte? Ich hatte keine Wahl, ich hatte Schulden bei jemandem. Und zwar bei uns. Ich würde sagen, du hast dich verzockt. Ich brauche einfach nur mehr Zeit. Gib mir eine Woche. Das hätte ich vielleicht, wenn du nicht versucht hättest, mich umzubringen. Komm schon, so wer doch hat gar die nicht. Waffen? Ich kann nicht. Gib mir ein paar Tage und... Verdammt! Wer hat unsere Waffen? Die Fireflies. Sie sind bei den Fireflies. Was? Sie sind alle so gut wie tot. Wir können doch einfach hingehen und sie zusammen erledigen, hä? Wir holen die Waffen. Und was meint ihr? Komm schon! Scheiß auf die Fireflies! Schnappen wir sie uns! Das ist eine Scheißidee.
Und was jetzt? Wir holen uns unsere Ware zurück. Wie? Keine Ahnung. Wir erklären es ihnen. Na dann, suchen wir die Fireflies. Ja, super. Du musst nicht lange suchen. Bitte sehr. Queen Firefly. Was wollt ihr hier? Geschäfte. Das sieht schlimm aus. Wo ist Robert? Autsch. Ich wollte ihn lebend. Die Waffen, die er euch gegeben hat, das waren leider nicht seine. Ich will sie zurück. So läuft das nicht, Tess. Und ob es so läuft? Ich habe sie bezahlt. Du willst sie zurück? Dann musst du sie dir verdienen. Wie viele Karten willst du dafür haben? Lebensmittelkarten sind mir egal. Ich muss etwas aus der Stadt schmuggeln. Ihr macht das. Und ihr bekommt die Waffen und mehr. Klingt fair. Hast du sie denn überhaupt? Es heißt, das Militär hätte euch fast ausgelöscht. Ja, das stimmt. Ich zeig euch die Waffen. Ich muss hier weg. Was sagt ihr? Ich will die Waffen sehen. Folgt mir. Wir müssen hier weg. Sofort. Ihr wollt den Deal? Dann los. Hier durch. Ich weiß einen Ausweg. Kommt. Aber dass du aber eine schlimme Wunde hast, bist du aber gut fit. Aber eine sehr leuchtende Leiter. Ich habe zwar keine Ahnung, warum die beiden jetzt Joel und Tess irgendwie Waffen wollen. Man könnte sich auch ganz normal an die Regeln halten. Deine Leute? Der Rest von ihnen. Was glaubst du, warum ich euch fragen muss? Hier lang. Warum jetzt? Wir waren ruhig. Wir wollten die Stadt verlassen, aber sie brauchen Schuldige. Sie wollten uns provozieren. Sie haben es wohl geschafft. Wir mussten uns verteidigen. Sammeln Sie Teile, um deine Waffe. Sammel Teile, um deine Waffe zu verbessern. Ja, sehr gut. Machen wir. Oh, sind die Chipspackung klein geworden. Warum macht das nicht Tess mit mir? Lass die Verletzte hey, doch in Ruhe. Hältst du das noch durch? Das geht. Bringt halt nichts, wenn die jetzt stirbt. Moment. Soldaten. Da geht's raus. Die Tür unter der Brücke. Keine besonders schönen Aussichten. Es ist zwar nicht deine Art, aber wir könnten um sie herumschleichen. Mal sehen, wie es läuft. Lasst uns gehen. Wir müssen zu dieser Tür. Uns außen rumschleichen. Dann will ich mich mal außen rumschleichen. Ich nehme den hier. Schleich dich an und nimm den anderen.
verlass mich, okay? Gott. Jetzt tu doch nichts Dummes. Gar nicht. Können wir wissen, was die Mädels dann da machen?